Ich bin David Will und wir sind mit unseren Pferden hier auf der Reitsportanlage Dagobertshausen zu Hause. Bist du nervös? Ja. Ich nicht. Nein! Zwei Bananen! Nein! Sag mal, du musst auf der Straße fahren, ne? Aber das Gras gefällt mir irgendwie besser. Fahr, du Doofbacke! Hier, siehst du mal, da kochen die Emotionen hoch hier. Yes! Boah, du hast die schnellste Runde gefahren. Das glaube ich nicht. Doch. Das lügt. Das lügt? Oh Mann. Ja, eine zu Gast Beifolge mit einem Spiel zu starten, ist eher was Ungewöhnliches, aber passt irgendwie zu dir, weil die Zeiten mit Andi Kreuzer waren ja auch immer spannend bei euren Spielen. Ne? Da habt ihr euch gut gebettelt. Wir hatten immer ziemlich gute Battles bei euch bei Clip My Horse, die natürlich meistens ich gewonnen habe, wie hier auch. Natürlich. Andi, was sagst du dazu? Ich räume weiter. Und normalerweise spielst du aber hier mit Kelsey, richtig? Also tatsächlich spielen Kelsey und ich hier ab und zu. Ich will jetzt halt hier nicht sagen, dass ich der Profi bin, aber Kelsey nimmt meistens dann den Nintendo mit nach Hause, um ein bisschen zu üben. Also meistens gewinne ich. Wie wichtig ist denn Kelsey für dich und vielleicht auch für deine Pferde? Das kann man fast gar nicht in Worte fassen, weil sie unglaublich wichtig ist für die Pferde. Die kann ich nach Timbuktu schicken und weiß, dass sie sich ein Bein ausreißen würde, bevor irgendein Pferd nicht top versorgt ist. Und das setzt halt natürlich zum einen, also dass ich sie einfach in der Arbeit unendlich schätze und dann natürlich verbindet uns jetzt, wir sind schon ein paar Jahre zusammen, also die hält es immer noch mit mir aus, hat sie eigentlich einen Orden für verdient. Aber durch die lange Zeit, wo wir zusammen unterwegs sind, verbindet uns natürlich auch eine echt gute Freundschaft. Und ich würde sagen, zu ihr und zu ihrem Liebling gehen wir jetzt mal, oder? Gute Idee. Los geht's. Hey Kelsey, you've been du bist Davids Pflegerin seit vielen, vielen Jahren, aber das Pferd ist hier ein ganz besonderes. Warum ist Forrest Gump so besonders? He's so small and he can jump so high. Every time he jumps, he loves it so much and he fights so hard and he has so much fun doing it. And he's just got a huge personality. David hat mir erzählt, dass er sich wie ein Pony benimmt. Stimmt das? Really, really particular. If he doesn't like something, he will spin you off. He's done it to quite a few riders here already. Whenever he finishes the last jump in a course, he always throws in a huge buck at the end. He's very naughty. Whenever I travel him with any of the big horses, he's always the alpha of the group. He always makes them listen to him and falls asleep on one of them too sometimes in the truck. Und du hast einen besonderen Spitznamen für ihn. Wie lautet der? Yeah, he's grumpy. Anytime you go near him, his ears just pin back, but he doesn't bite or anything. He just likes everybody to know he's the boss. You know, du weißt natürlich viel über Davids Pferde, aber auch über ihn persönlich. Wie würdest du David beschreiben? Very motivated, very hardworking. Above all else, he loves his horses more than anything, and he'll always put the welfare of the horse first before anything. Every single day, he's just hardworking. He's most of the time, he's the first person in the stable, even before me sometimes, which is strange, but he'll come in and he'll tack up his first horse and he'll start because he wants to do well. He wants to be the top. Sounds great. Thank you, Kaz. No problem. David, lustige Pferdenamen begleiten dich irgendwie schon dein Leben lang. Dein erstes Pony hieß tatsächlich Goliath. Und in der Bibel besiegt David Goliath. Wie war das denn bei euch damals? Eher so, dass Goliath öfter mal David besiegt hat. So ganz klassisch im Winter, wenn es ein bisschen kalt war, ab und zu mal den kleinen David abgeworfen. Goliath ist leider irgendwann gestorben und dann wurde Goliath, das war ein kleiner Shetland,
Pony und der wurde kurzerhand gegen ein anderes kleines schwarzes Shetland Pony getauscht. Das hieß Cindy. Leider habe ich das sofort durchschaut. Also das habe ich gleich gesagt, das ist aber nicht der Goliath hier. Und mit dem Pferdevirus warst du von Anfang an infiziert, oder? Also ich bin mein ganzes Leben lang natürlich mit und bei Pferden aufgewachsen. Als ich so 9 Jahre alt war, haben mir mal meine Eltern angeboten, dass ich das gute Dressurpferd oder das gute Springpferd von meinem Papa reiten dürfte und eben Großpferd und aber dann natürlich Springpferd, war ja klar. Und dann ging es eigentlich erst los. Mal abgesehen von deinem Papa gibt es, glaube ich, noch einen Mann, der dich sehr auf deinem reiterlichen Karriereweg geprägt hat. Und das war Dietmar Gugler. Das ist dein Ausbilder gewesen. Wie würdest du die Zeit mit Dietmar zusammenfassen? Also ich war 10 Jahre bei Dietmar. Das war eigentlich für mich ein wahnsinniger Glücksgriff, dass ich dorthin gekommen bin. Habe dort ganz klein angefangen als mehr Pfleger und LKW-Fahrer und solche Sachen. Durfte aber natürlich trotzdem auch sehr viel reiten. Und das hat mir dann am Ende auch sehr gut getan, weil also als ich bei Dietmar angefangen habe, da war das mit dem Springen noch so ein bisschen, da gab es dann schon noch ab und zu die kleine oder andere Fehldistanz, aber Dietmar hat da nicht aufgegeben mit mir und hat er dann doch, irgendwann habe ich es ja dann doch gelernt. Mir hat er vorab auch eine Geschichte erzählt und ich glaube, die hören wir uns jetzt mal an. Wenn man Pferde verkaufen will, da muss man ja eigentlich präzise sein. Und das ging manchmal auch ganz schön in die Hosen. Und da war es nicht nur einmal, dass der Sprung, der Junge und das Pferd noch alles auf dem Boden lag. Aber er hat sich da durchgebissen und was er wirklich konnte, wenn er auf dem Turnier war, hat er immer abgeliefert. Mannheim war damals ein richtiges Highlight, dass ich da überhaupt reiten durfte. Und dann eben vor dieser Kulisse mein erstes S-Springen oder eben das Barrierenspringen über 2,10 Meter, das war noch richtig hoch, zu gewinnen. Das war was ganz Besonderes. Und dann aber auch mit einem ganz besonderen Pferd, also Don César, der hat wirklich meine Karriere sehr geprägt. Also mit dem habe ich da mein erstes S-Springen gewonnen und auch meinen ersten großen Preis später gewonnen und das erste Mal Nationenpreis geritten und gewonnen und das erste Mal Aachen geritten. Und also das war alles mit diesem Pferd. Also der hat das schon alles so ein bisschen in die Wege geleitet. Mit 23 war der erste S-Sieg. War das dann für dich auch so ein bisschen so, ach, ich kann es doch und jetzt kann es weitergehen? Ich habe tatsächlich schon mit 13 Jahren zum ersten Mal ein S-Springen geritten. Und dann hat das immer nicht geklappt, so ein blödes S-Springen mal zu gewinnen. Und da habe ich auch zu meinen Freunden gesagt, ach Mensch, das ist bei mir, das wird einfach nichts. Ich gewinne kein S-Springen. Und dann war man natürlich auch mal Zweiter und so. Aber dann hat es endlich geklappt und dann war das schon auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag auf jeden Fall. Und dann gab es einen ganz besonderen Moment, dein erster Weltcupsieg. Und die Runde möchten wir uns auch nochmal zusammen angucken. Genau, das ist das Stechen mit Colorit 2013 in Sertogenbosch. Zum einen war das was ganz Besonderes, dass ich überhaupt reiten durfte, dass ich als junger Kerl da so das Vertrauen von den Bundestrainern überhaupt bekommen habe. Dann gut, in dem Jahr ist mir fast alles mit Colorit geglückt. Also der war in so gut wie jedem großen Preis platziert. Und dann war das aber schon erstmal was ganz Besonderes, null zu sein. Aber dann gut, dann haben wir es auch richtig versucht im Stechen. Hat auch alles geklappt. Und ich weiß noch, also Zweiter war Ito de Chateau mit Edwina Tops Alexander. Also jetzt auch schon eine Paarung, die wirklich schwer war zu schlagen und da war man schon ganz besonders stolz. Was hat euch denn als Team ausgemacht? Wir sind miteinander gewachsen und das war so ein bisschen der Zeitpunkt, als Don César sich so langsam aus dem Sport verabschiedet hat. Und das ist eben dann genau der Moment gewesen, als er dann eben den Schritt nach vorne gemacht hat und dann praktisch so ein bisschen den nächsten Schritt in meiner Karriere ermöglicht hat. Wie würdest du C4 beschreiben? C4 ist, wie die meisten besten Pferde, ist ein kleines bisschen speziell. Aber wenn man ihn kennt, kann man das eigentlich behandeln. Er ist auch vom Charakter, will er immer alles geben. Also es ist eher so, dass man ihn ein bisschen zügeln muss. Was man jetzt halt an dem Springpferd natürlich schätzt, der ist sehr, sehr vorsichtig und kann alles springen. Das hat er jetzt oft genug bewiesen.
das Schöne eben, was eben so ein Pferd wie ihn komplett macht, ist, er ist eben nicht nur sprunggewaltig und vorsichtig, sondern man kann ihn auch richtig schnell reiten. Rom ist so eins der Turniere, die man schon von frühester Kindheit anguckt. Die Kulisse ist der Wahnsinn. Es ist ein wunderschöner Rasenplatz in der Mitte von einem Park, ganz viele Zuschauer. Also die Atmosphäre ist was ganz Besonderes. Und in der Geschichte des Reitsports war der Große Preis von Rom auch schon immer was ganz Besonderes. Und deswegen, also sich da so in diese Reihe der Namen, die da schon gewonnen haben, einzureihen, war schon auch wieder ein Meilenstein in meiner Karriere. Wenn man da sich nochmal eure zweite Runde anguckt, man hatte wirklich das Gefühl, der Parcours hätte auch noch länger sein können, der macht keinen Fehler, oder? Der hat einfach so viel Power, also selten im Parcours, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt reicht es aber schon langsam, jetzt wird er ein bisschen müde, also im Gegenteil, also vom Gefühl her könnten immer noch 10 Sprünge kommen. Und ich würde sagen, spätestens da habt ihr dann euer Ticket auch gelöst für die Europameisterschaft in Riesenbeck. Also da hatte euch dann Otto Becker definitiv auf dem Schirm. Wie war das, die Heim-EM in Riesenbeck? Du, dein erstes Championat für Deutschland und dann noch letzter Starter. War das nicht genial? Ja, war es. Jeder Reiter strebt natürlich ein Championat an. Und dann aber auch noch eben zu Hause in Deutschland, das hat schon ganz besonders Spaß gemacht. Und mir persönlich macht es am meisten Spaß, je mehr Druck eigentlich dabei ist. Vom Gefühl her mache ich dann noch mal einen Schritt weiter und konzentriere mich noch besser. Und deswegen war es für mich auch eigentlich besonders schön, als letzter Starter da reinzugehen. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind es ganz, ganz wenige Hürden, die ihn jetzt nochmal davon abhalten, dafür zu sorgen. Ah! Scheibenkleister. Jetzt kommt dieser eine ganz kleine Patzer noch mit hinzu. Die Silbermedaille, meine Damen und Herren, die ist uns natürlich sicher. Die haben wir jetzt damit. Der Moment, als dann die Medaille umgehangen wurde, beziehungsweise ihr musstet euch die ja selber umhängen, wie war das? Realisiert man das so sofort? Also, das war schon ein besonders schöner Moment, absolut. In dem Moment, also das hört sich doof an, war ich mit meinem Kopf noch ein bisschen bei der verlorenen Goldmedaille, weil wir sehr nah dran waren und wenn jetzt einer von uns einen Fehler weniger gemacht hat, natürlich macht man sich als letzter Reiter da auch am meisten Vorwürfe. Ich habe da eben auch einmal C4 nicht ganz ideal geritten und dann haben wir einen blöden Fehler gekriegt. Deswegen war ich da noch ein ganz kleines bisschen dort mit meinem Kopf. Wenn man dann einmal durchgeatmet hat, dann sickert es schon langsam durch, dass man eigentlich auch gerade eben Silber gewonnen hat und dann ist man schon extrem zufrieden. Wie wichtig war auch für dich der Schritt mit VW Equestrian, dass du jetzt da bist, wo du stehst? Extrem wichtig, finde ich. Ich kenne Richie schon ganz lange, schon seit er 12 Jahre alt ist. Aber als ich so ein bisschen so die Idee hatte, das Team zu erweitern, war das nicht so, dass ich einmal Richie angerufen habe und gesagt habe, ey, Richie, lass uns das machen. Und er, ah ja, juhu, gesagt hat, sondern ich musste ihn schon ein bisschen länger überzeugen. Also der war ein bisschen ein zäher Hund eine Zeit lang. Aber irgendwann hat es dann doch geklappt und ich glaube, dass es keiner von uns beiden bereut hat und dass auch unsere VW Equestrian GmbH auch eine große Zukunft hat. Was bringt er denn mit, was du vielleicht nicht so gut kannst? Er hat sehr, sehr viel Ehrgeiz und ist tatsächlich mit dem einen oder anderen noch ein bisschen entschlossener als ich. Ich bin manchmal eher ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen abwartender. Er ist vielleicht das eine Extrem ein bisschen und ich bin das andere Extrem. Also ich glaube, dass wir uns da eben wirklich sehr gut ergänzen. Und natürlich ist er auch unfassbar erfolgreich schon für sein Alter. Wir haben ja nicht nur Richard, der unglaublich erfolgreich ist. Wir haben auch noch Sophie Hinners, die abhebt wie sonst noch was. Dann haben wir jetzt, konnten wir noch Melene Kruse für unser Team gewinnen und haben auch noch Vanessa Raubenheimer für die jüngeren Pferde hauptsächlich, die da einen wahnsinnig tollen Job macht. Es gibt ja nicht nur VW Equestrian, sondern Richard und ich bilden ja zusammen mit Nicola Pohl
Team HD, also Hofgut Dagobertshausen. Nicola ist auch wahnsinnig erfolgreich unterwegs, hat derzeit ihren ersten 4-Sterne-Großen-Preis in Portugal gewonnen. Und so das ganze Zusammenspiel macht natürlich extrem viel Spaß. Nicolas Familie gehört ja auch hier die Anlage. Also um ehrlich zu sein, wenn man hier hinkommt, das kann man nur genießen, oder? Wir haben einfach so viel Glück, dass wir hier sein dürfen. Die Familie Pohl, die unterstützt uns an allen Ecken und Enden. Und das ist eben hier für Reiter und Pferd, lässt hier nichts irgendwelche Wünsche offen. Wir können uns perfekt auf unsere Pferde konzentrieren und können aber auch unseren Pferden alles geben, damit sie sich wohlfühlen. Was würdest du denn sagen, wie viel Glück gehört zu dem Ganzen hier dazu, aber wie viel auch harte Arbeit? Also es ist sehr viel harte Arbeit damit verbunden, aber das ist auch wiederum was, was eben großen Spaß bringt, weil das ganze Team einfach richtig mitzieht. Aber natürlich gehört auch immer das letzte Quäntchen Glück dazu. Es gehört ein Quäntchen Glück dazu, dass ich zum Beispiel ein Pferd wie C4 reiten darf. Es gehört ein Quäntchen Glück dazu, dass ich in Rom einen großen Preis gewinne. Also, als ich ins Herzogenbosch den großen Preis gewonnen habe, hat mich Marco Kutscher angerufen und hat mir gratuliert. Und er hat gesagt, oh ja, da war am vorletzten Sprung, da habe ich richtig Schwein gehabt, da habe ich gesagt, und ja, mit Pech hat noch keiner gewonnen. Und genau so ist es, also ein bisschen Glück gehört dazu. Ich glaube, wofür man auch echt Glück braucht, ist fürs Billardspielen. Und jetzt gucken wir mal, wer ins Schwarze trifft, David oder Richie? Wir haben das auf Kamera, ne? Also das möchte ich gerne haben, bitte. Sound! Die Folge ist mit einem Sieg für David gestartet. Jetzt hat er leider gegen seinen Teampartner Richard Vogel verloren. Herzlichen Glückwunsch, Richie. Danke. Vielen lieben Dank, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Das war schon Teil 1 und in Teil 2 erfahren wir dann, wer der Bad Cop und wer der Good Cop hier ist.